Also bei mir ändert sich der Garten eigentlich fast jährlich. Aus gesundheitlichen Gründen habe ich jetzt den Garten ein bisschen reduziert. Ich habe zwar früher auch alle Beete gesät mit irgendwelchen Ringelblumen oder Gründüngungen. Gründüngungen sind ja auch ganz tolle Sachen zum, als Bodenverbesserung. Und kommen die Blühen da und locken sehr viele Nützlinge an. Ich auch ganz gerne ein bisschen Blumen zwischen den Gemüsten, weil da Nützlinge herkommen und dann machen wir die auch ein bisschen Schädlingsbekämpfung. Da habe ich früher oder letztes Jahr noch einen großen Gemüsegarten gehabt, aber jetzt habe ich noch einmal ein Hochbeet gemacht. Aus Hochbeet hin ist schon bereits 25 Jahre. Und ich würde heute jedem empfehlen, ein Hochbeet machen. Es ist auch mittlerweile gerade ein Mutzbund, das Land. Das ist wirklich eine tolle Sache. Von einem Hochbeet kann ich jetzt zum Beispiel in etwa ein Drittel mehr ernten als wir von einem normalen Gartenbeet. Einfach bestimmte Pflanzen auch darüber da bewachsen lassen. Ich kann ein bisschen enger Pflanzen durch die tiefe Humusschicht als wie in einem normalen Gartenbeet vom Platz her. Und darum bringe ich da relativ viel Wasser. Man sieht gut dazu, man kann auch einmal auch im schlechten Wetter einmal rundherum laufen und einfach einmal ein Unkrütchen zupfen oder etwas, was einem nicht passt. Ist natürlich auch toll, wo ich jetzt aus bei meinem Gartenboot oder meinem Gartenbeet nicht machen darf, wenn es geregnet hat, fest der Boden verschlemmt ist, darf ich nicht reinlaufen, dann gibt es Bodenverdichtungen, Strukturschäden, wo man nicht so schnell wieder herbringt und der Boden ist ein lebender Organismus und da darf man nicht ohne weiter so antrampeln, dass alles verdichtet wird. Und jetzt bin ich einfach hergegangen und hier den Gartenbeet aufgelöst und hier da jetzt einmal ein großes Ringelblumenfeld eingesät. Ringelblumen sind bodennematodenhemmend, das heißt, es gibt schädliche und gute und schädliche Nematoden. Nematoden sind Faderwürmer, die im Boden drin sind. Und die Ringelblumen, da geht es, würde es auch machen, hat die gleiche Funktion, dort die Bodennematode in Schach halten. Ist aber auch schwierig, man froh macht dann ein bisschen Salb draus jedes Jahr und man kann das ein bisschen verwerten und ich nehme den Sack gut wieder weg und sei es dann wieder irgendwann. Und hier unheimlich viel Schmetterlinge und verschiedene Tiere da, Nützlinge auch, Nützlingsförderung. Ganz gerne habe ich jetzt da am Eck draußen ein bisschen Sonnenblumen reingesät, weil die Erfahrung gemacht habe, die letzten Jahre durch überall ein bisschen Sonnenblumen ist, im Frühjahr zwischen den Stangenbohnen, denke ich, und so, dass es durch den Garten jetzt auch ein bisschen anders gestaltet, dass er nicht all gleich ausschaut. Und habe ich die Erfahrung gemacht, dass da nachher unheimlich viele Stiegli zugekommen sind, dass er mich unheimlich freut, oder gerade da im Siedlungsgebiet, im dicht besiedelten, wenn jetzt alle ein bisschen mehr Wildtiere und Vögel herkommen und dann haben wir alle mal Freude. Da sehen wir eine Spargelkultur, das ist ein Grünspargel. Ist im Prinzip genau die gleiche Pflanze als der Bleichspargel. Also die Pflanze selber ist dasselbe, wird nur anders kultiviert. Im Bleichspargel macht man einen Damm. Das funktioniert nicht bei jedem Boden. Darum hat man ja, gibt es bestimmte Gebiete, wo Spargel abpflanzt wird, also wie im Marchfeld oder im Deutschen verschiedene Gebiete. In Reichenau Dumna zum Beispiel funktioniert der Spargelanbau nicht, weil sie da kiesige Böden haben und darum geht es nicht mit der Damm. Wobei der Grünspargel, wo ja, wie ich erwähnt habe, dieselbe Pflanze ist, der funktioniert bei jedem Boden. Und der hat aber auch andere riesige Vorteile. Erstens hat er mal wesentlich mehr Vitamine. Man muss ihn nicht schälen, man kann ihn oberirdisch ernten. Und von so einer Spargelkultur, was auch noch interessant ist, kann man ca. mindestens 15 bis 20 Jahre lang ernten. Wow. Nur die ersten 2-3 Jahre sollte man nicht ernten, dass sie den Stock, die Wurzeln, die haben ziemlich viel so fleischige, große Wurzeln, dass sie die entwickeln können. Und die Spargelernte hier haben wir jetzt, glaube ich, recht früh anfangen können mit der Ernte. Haben wir sicher 3 Monate fast geerntet und jetzt mittlerweile hat man das wieder, ist jetzt die Erntezeit beendet. Es gibt da so eine Art Faustregel, also wie beim Rhabarber auch, bis Johannitag, das ist 24. Juni, dann sollte man die Ernte einstellen, damit man die Pflanze nicht zu rasch schwächt. Dann lässt man die Pflanze nachher wachsen. Das ist da eigentlich ein Asparagusgewächs. Viele Leute kennen das vielleicht noch früher. In Bauernhäusern hat man die Asparaguspflanze in Bauernstuben drin gehabt.